Serrano. Das Schwein kennen wir ja noch. Pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was Da Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. So, das mache ich nämlich so. Morgen werde ich dann den restlichen rendern. Die letzte Aufnahmesession wird nämlich heute Nacht hochgeladen und dann kommt das nächste. Ich bin schon wieder fast mit dem Level durch. Och nö. Voll ins Bein geschossen. Oder eher gesagt, voll ins Bein gepisst. Ich will mal was probieren. Das hat ja toll geklappt. Geil, geil, geil. Und ich erwische jeden Feind. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Und er hat keine Chance gehabt. Und er fliegt voll nach oben, oder? Nee. So, wo sind sie? Jetzt bin ich ja erstmal so still hier. Ich muss mich ja richtig konzentrieren hier auch noch. Nachladen. So, das geht doch. This was hell on earth. Da Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. So, but I was in too far. Jetzt hier weiter. Oh, das ist wirklich nichts für kleine Kinder. How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? This isn't for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been
doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Por favor, pelo amor de Deus, por favor, não me mata! Não, não, pelo amor de Deus! E aí, doutor? Wie brutal kann die Welt nur noch so sein? He paid enough. For now, I have bigger debts to call in. Ja, genau, Max Payne, ich trimme gerade eine. So, nehmen wir mal die Waffe. Alter, das geht mir so auf den Sack mit denen, als. Das ist ja auch, die Max Payne 3 Macher von Rockstar, die haben das ja so hingemacht wie im Film, weißt du? Das ist der dritte Teil, wie im Film darstellt, ne? Even I could guess what Demo Lisao meant. That building was condemned in more ways than one. Es kommt eine fiese Stelle hier. Voll das Waffenarsenal hier. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. C4. War das die G36 da drin? Im Waffenschrank gucke ich mir aber genauer an. If I'd thought about this too much, I'd never get through it. Oh nein, ich will die G36 hier. Mann, ich will die G36 hier. Ich will die Waffenschrankrenz aus, aber Mann. Ich will die G36 hier. Mal auf, ich will G36. Dir und auch. Das ist ja noch eine. Oh Mann. Nimm ich die jetzt. Oh, ich will die G36. I had to hurry up before more of those assholes showed up. Ich will die G36 hier. Mann. Deutsche Waffe, Best Waffe. So eine Unverschämtheit. Aber echt jetzt hier. Mann. Unverschämtheit. Ich will die G36 hier. Was soll denn das? Mal wieder die ausrüsten. Da haben wir eine Bombe gelegt, jetzt kommt die Scheiße dran. Was ist denn das hier? So. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Das ist ja die Fallen schon rum, wenn ich niese. Und tschüss. Alter Buda. Meine Fresse. Das überlebt kein Schwein, ne? At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Jetzt haben wir schon 5 Bällenkinder. Ich will die G36 haben. Ah, jetzt wird eine Runde gesnipert. Und tschüss.